Um sich selbst als auch ihre Gastgeber zu schützen, ist die Einhaltung von einem Mindestabstand 1 Meter sowohl im Innen- als auch Außenbereich unumgänglich. Zu Ihrer Sicherheit werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin den Mund-Nasen-Schutz tragen. Um Ihnen einen angenehmen, genussvollen Aufenthalt bieten zu können, sowie den Tisch vorzubereiten, bitten wir Sie um Ihre vorherige Reservierung. Liebe Gäste, bitte zahlen Sie Ihre Rechnung nach Möglichkeit kontaktlos. Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, befolgen Sie die Anweisungen unserer Mitarbeiter. Wir bitten Sie, auf Umarmungen und Händeschütteln zu verzichten. Sie können sich aber gerne alternative Begrüßungsmethoden einfallen lassen. Nach wie vor ganz wichtig ist das gründliche Händewaschen, ca. 20 bis 30 Sekunden lang mit Wasser und Seife. Sollte einmal kein Wasser zur Verfügung sein, ist alkoholhaltiges Desinfektionsmittel die geeignete Lösung, um gegen Bakterien und Viren vorzugehen. Bitte vermeiden Sie die Berührungen mit ungereinigten Händen im Gesicht, im speziellen Mund-, Nase- und Augenbereich. Wenn Sie niesen oder husten müssen, dann bitten wir Sie, dies in die Armbeuge zu tun oder ein Taschentuch zu verwenden. Es ist wichtig, in Zeiten wie diesen besonders umsichtig und auf Sicherheit bedacht zu handeln. Wir möchten Sie daher dringend ersuchen, sich vor jedem unserer Programmpunkte, die Sie sich für Ihren Sommerurlaub ausgesucht haben, auf unserer Webseite www.lechzürs.com anzumelden. Wir freuen uns sehr, Sie in der Lecher Bergwelt begrüßen zu dürfen. Wenn Sie jedoch Anzeichen von Corona haben, von grippalen Infekten, bitte bleiben Sie zu Hause. Wir haben großzügige Stornobedingungen und erholen Sie sich. Sie schützen sich, Ihre Mitmenschen und auch Ihre Gastgeber. Vielen Dank. Es ist uns einfach wichtig, dass die Sicherheit unserer Gäste und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet ist. Und wir danken Ihnen schon jetzt im Voraus für diese Zusammenarbeit und wünschen Ihnen einen schönen Urlaub bei uns in Lech.